Einen wunderschönen guten Morgen. Wieder mal aus dem Auto. Ja, wir schaffen es irgendwie nicht vorher noch zu filmen, aber ja, ist nicht schlimm. Wir haben heute Morgen nämlich ausgiebig noch gefrühstückt, mit meiner Schwester zu Hause telefoniert und ja, dann nehme ich euch ab jetzt und hier mit. Denn wir fahren heute zum Strand, ans Meer. Nach 300 Metern. Mal schauen, ob wir da ankommen. Also im Moment sieht es nicht so aus. Nein. Im Moment sind wir in der Walachei. Ja. Das sind für uns Feldwege. Ja, aber wirklich. Da scheinen ganz normale Straßen hier zu sein. Okay. Ja. Und man hat irgendwie gerade totalen Schiss, dass da irgendjemand einen entgegenkommt. Ja, genau. Weil dann hast du echt ein Problem hier. Aber wir schaffen das schon. Ich werde jetzt aufhören zu filmen und dann werdet ihr ja, sehen, was heute noch so passiert. Tatsächlich angekommen. Ich habe gar nicht mehr gefilmt, nachdem wir im Auto waren noch. Aber wir sind angekommen. Tatsächlich. Da ist der Mann. Hier ist die Seebrücke vom Timmendorfer Strand. Und je weiter man reingeht, desto windiger wird es. Aber weitergehen, oder? Oder willst du hier bleiben? Ist mir egal. Also ich wollte wenigstens mal komplett rein. Wenn wir schon nicht ins Wasser rein können, wenigstens komplett rein ins Meer. So. Milan verschläft wieder alles. Allein schon hier oben auf der Brücke zu sein, weil am Strand muss man zahlen, ist für uns schon so Glücksgefühl. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So super schön. Ja, weil bei uns, wir fahren 4 Stunden bis zum Meer. Aber hier darfst du nicht mehr runter gucken. Ja, das kommt drauf an. Hier sind Spalten drin. Hier ist nur noch so Holz. Ja, ich versuche es. Doch, doch, da sieht man. Darf man nicht runter gucken. So. Einmal hier in die Tiefe gucken. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine Kreislaufprobleme kriege. Also, ja, ich weiß. Aber es ist so, so schön. Dass wir nachher vielleicht ein bisschen Sonnenbrand haben, ne? Ja, aber egal. Egal. Wir sind hier. Und wir genießen es. Da ist aber schon dein Handy wieder gedüdelt. Ja, da kommen schon sämtliche Nachrichten wieder. Ja, vielleicht wird Tabitha wieder versuchen. Nee, da kommen ja Nachrichten. Ja, vielleicht ist auch Tabitha dabei. Ja, wir müssen definitiv noch ganz viele Bilder machen. Vielleicht blende ich die euch hier im Video ein oder vielleicht nach der letzten Szene mal schauen, wie ich das mache. Tabitha, sag ich doch. Seid ihr jetzt alleine oder mit der Lena? Nein, wir sind alleine. Mit Mila. Genau. So. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss wieder. Ihr habt so ein Stück weit gesehen, aber wir wollen natürlich jetzt auch die Zeit so ein bisschen mit Tabitha genießen und hier natürlich genießen. Ich werde euch nachher wieder mitnehmen. Weiter geht's. Wir gehen jetzt wieder so zurück zum Strand.
Und da ist gerade ein Schiff gekommen für eine Rundfahrt hier am Strand. Schiffsrundfahrt, genau. Die haben nämlich da oben hier eine Haltestelle, da laden die Gäste immer ein. Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder so zurück zum Strand. Und ich weiß nicht, ob ihr uns überhaupt verstehen könnt, weil hier ist echt windig. Aber wir haben wunderschöne Bilder gemacht und ja, die blende ich euch auf jeden Fall auch noch ein. Und wir sind glücklich. Wasser gesehen zu haben. Ja, auf jeden Fall. Einmal so. Die Möwen sitzen immer noch da. Die haben ein sehr bequemes Leben. Die Möwe. Ja. Na, ihr habt's gemütlich, ne? Oder fangt an zu meckern. Da schippert noch das Bötchen, das Schiff. Ah, Küstenrundfahrt, genau. So, und hier auf der anderen Seite hält das Boot immer. Und da kann man dann einmal mit einsteigen. Also ich würde es ja auch gerne mal machen, ne? Aber jetzt klappt das nicht. Wir haben Milan mit in den Kinderwagen, dann geht das nicht. Oh, hier. Für 9 Euro Erwachsene und Kinder von 4 bis 12 5 Euro. Ah. Also kleiner wie 4 bezahlen gar nichts. Ne? Und Erwachsene 9 Euro. Das geht noch für so eine Küstenrundfahrt. Ich würde das auch gerne mal machen. Also das geht eigentlich. Aber ja, wir haben halt, wie gesagt, jetzt Milan mit, den Kinderwagen mit. Das funktioniert nicht. Ja. Dann hätte ich die Bauchtrage mitnehmen sollen oder so. Oder die ganze Zeit schleppen und auch nicht mehr Ware. Oder Milan bei Lena parken. Ja. Ich finde nicht alles haben. Nee. Aber allein schon hier lang zu gehen, allein schon hier auf der Brücke zu sein und ja, das Meer zu sehen, das ist schon für uns mitten im Land Lebenden total schön. So, und ich mache jetzt erstmal wieder Schluss und würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. So, meine Lieben, wir sind tatsächlich wieder zurück in der Ferienwohnung. Wir wollen uns jetzt gleich noch was zu essen machen in Ruhe und dann werden wir auch diesen Tag in Ruhe ausklingen lassen. Milan liegt gerade noch hier unten auf seiner Decke, den ziehe ich jetzt auch aus. Mein süßer Schnuffi-Puffi-Bär. Ne? Und dann ziehen wir dich jetzt aus, damit dir nicht zu warm ist, kleiner Schnuffelbaby. Haare sind wieder strubbelig, hm? Sag mal,
Ich werde mich jetzt aus diesem Vlog hier verabschieden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen und dann war es das eigentlich für heute. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!